Willkommen im CFC Aktuell Studio. Mein Name ist Tim VDW und heute wieder dabei der legendäre, unverwechselbare, gut aussehende Dragan P. Heute mit Tipps für die Open 19.1. Ja, heute Nacht war es wieder soweit. Das erste Workout aus dem Jahr 2019 veröffentlicht. Zunächst einmal muss ich schon sagen, leider Dave Castro nicht am Start gewesen. Ja, ist einiges in Veränderung. Mir gefällt es gut. Auch die Herangehensweise, das Ganze so ein bisschen von CrossFit zu dezentralisieren und das Ganze so ein bisschen, ja, wieder zurück zu dem zu bringen, was es eigentlich war. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu 19.1. Ja, ist das stimmt. Oldschool CrossFit, oder? Ein Oldschool Couplet. Rudern und Wallboards. Genau, da geht es eigentlich ums Atmen. Atmen. Wer atmen kann, ist da im Vorteil. Ja, und ganz klar Laktattoleranz. Wie viel Brennen im Bein kann ich ertragen? Und wie gut ist mein Stoffwechsel, um Laktat wieder abzubauen? Ja. Na, also da kann man auf jeden Fall richtig punkten, wenn man ein Ausdauerathlet ist. Würde ich sagen. Sollen wir das Workout einmal durchgehen? Ja, lass uns das doch mal tun. Also es sind 15 Minuten M-Rap, 19 Kalorien auf dem Rudergerät. Ja. Und dann geht es weiter mit 19 Wallboards, das ist 15 Minuten lang. Richtig, genau. Ich glaube, wir fangen mit den Wallboards an. Ja. Ein schönes Ding. Eigentlich nur zwei Bewegungen und Ben Burton hat mal gesagt, Couplets, that's where the magic happens. Also wirklich schön. Zwei Bewegungen, die auch so ziemlich jeder machen kann. Ja, wobei bei den Wallboards sieht man ja auch hin und wieder mal den einen oder anderen No-Rap. Da bin ich gespannt, wie man das dann auch auffängt in so einer Competition, ja, dass man da mal mit No-Raps auch umgehen muss. Ne? Ganz klar, also was da oft das Problem ist, die Tiefe und halt dann zum Schluss die Höhe des Wallboards, wenn man nicht so ein Riese ist wie deiner einer oder Pete. Ja, ja, ich sehe nämlich immer aus, als wäre ich hier mega klein, dabei ist der Dragan 2,5 Meter groß. Also so klein bin ich gar nicht. Ich bin wieder gewachsen. Ah, ja, okay. Über mich hinaus auch. Ja, sehr gut. Was hast du da so für Tipps? Was würdest du sagen, worauf sollte man die achten? Die Frage, die ich mir persönlich stelle, ist erstmal, die 19 Wallboards, macht es Sinn, die unbroken zu gehen? Wird wahrscheinlich so ein Elite-Athlet auch packen? Ja. Ich glaube, es ist sinnvoll, tatsächlich das auch schon direkt von Anfang an zu brechen. Ja. Ich glaube, wenn man da so den typischen Crossfit-Anfänger-Fehler macht, und am Anfang Vollgas gibt, die ersten 3 Minuten durchhält und merkt, ach du Scheiße, ich habe noch 12. Habe ich richtig gerechnet, ne? Ja, habe ich richtig gerechnet. Dann könnte man da ganz schön leiden und vor allem auch wahnsinnig viel Zeit verlieren. Also eine gute Taktik und zu wissen, was kann mein Körper leisten, wie viel Wallboards kann ich machen, ohne danach 170er Puls zu haben. Ja, ja. Also die 15 Minuten, die muss man halt bedenken, das ist halt eine immens lange Zeit. Wenn sowas jetzt 5-6 Minuten gehen würde, würde man natürlich am Broken arbeiten. Bei einer 15-Minuten-Geschichte empfehle ich persönlich aus meiner Athletensicht auch direkt zu brechen. Ja, ja. Müssen wir mal schauen, ob die Athleten das dann auch so annehmen. Wahrscheinlich der eine oder andere nicht im ersten Versuch und wird es im zweiten Versuch machen, so wie das immer ist. Wenn der Muskelkater dann verheilt ist. Genau, innerhalb von 24 Stunden. ja, was man dabei auch nicht vergessen darf, ist das Rudern. Wir rudern hier nicht auf Meter, sondern auf Kalorien. Das ist ein Riesenunterschied, was das Scoring angeht. Denn so Meter gerudert und ich rudere die relativ langsam und konstant, kommen immer noch gut Meter zustande. Mhm. Werde ich beim Kalorienrudern zu langsam, dann passiert da fast überhaupt gar nichts auf dem Display. Da müssen wir die Schläge die Minute ein bisschen einhalten, dass wir da nicht zu langsam sind. Pacing ist auch da wieder ganz wichtig. Ich kann mir wieder vorstellen, dass der eine oder andere Athlet in den ersten 2 Minuten denkt, er ist der He-Man und der Hero auf dem Gerät und wird das dann schnell bereuen. Auch da eigentlich zu empfehlen, den Pace einzuhalten. Was würden wir sagen, so ein 2 Kilometer Pace? 2 Kilometer Pace kann man halten. Und dann sollte man aber die Wallboards auf jeden Fall so einteilen, dass man sich da nicht zu fertig macht. Ja, ja. Was auf jeden Fall sinnig ist, auch die Transitions irgendwie so zu gestalten, dass das Ganze schnell vonstatten geht. Heißt, die Rudergeräte nahe zu der Wallboard-Station, direkt drauf, schon mal anfangen zu rudern, paar Watt schon mal starten und dann wird man auch da schon mal recovern und nach ein paar Sekunden wieder sich wie frisch neu fühlen. Ja, ja, auf jeden Fall. auch da wieder Mindgame, Riesending. Absolut. Also wenn ich da anfange, zu langsam zu rudern, dann ist der Spaß da ziemlich schnell vorbei. Was ein Riesenvorteil auch sein kann, meiner Meinung nach, ist, wenn wir in einer entsprechenden starken Heat aufgestellt sind, dass man vielleicht einen Pacemaker da in so einem Heat hat. Wenn du siehst, dass jemand da mitzieht, dann lässt du dich da so ein bisschen auch ziehen. Schwierig wird das Workout auf jeden Fall sein, wenn man das alleine vollenden müsste.
Ja. In der dunklen Kammer oder so, stelle ich mir ganz übel vor, dieses Workout. Ja, auf jeden Fall. Deshalb auf jeden Fall Sonntag dazukommen. Wir werden hier mit gefühlt unendlich vielen Athleten starten. Ja, ja. Also das wird auf jeden Fall der Knaller. Ja. Ein Tipp von dir, wer macht das Rennen? Aus unserer Gruppe hier, ja. Ich habe auch überlegt und für mich, ich glaube, der Pete wird das Ding hier schaukeln. Ja, du meinst Laktattoleranz durch sein Triathlet-Training. Ich bin Augenzeuge, wie er 3000 Kalorien auf diesem Ding schon abgerissen hat. Ja, ja. Und er ist nicht der Kleinste, hatten wir auch schon im Eingangsvideo mal erwähnt. Ja. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass er auch seit geraumer Zeit mit dem 14-Kilo-Ball trainiert. Ah, okay. Das da ist natürlich kommt natürlich jetzt so ein 9-Kilo-Ball, ne? Ziemlich easy peasy, ne? Easy um die Ecke. Ja. Also Pete ist da bei mir ganz oben auf der Liste. Ja, bei mir würdest du mitmachen, hätte ich auf dich getippt, alleine wegen deiner Wettkampferfahrung und deinem strategischen Rangehen an solche Workouts. Aber da du nicht mitmachst, muss ich auch sagen, der Pete wird es wahrscheinlich machen. A, Körpergröße und B, einfach auch die sehr professionelle Rudertechnik. Ja, ja. Machen wir uns nichts vor. Am Rudergerät kann man sehr viel Gas geben, sehr viel Energie verlieren, ohne effektiv zu ziehen. Und wenn man das einmal richtig gelernt hat, wie der Pete jetzt gerade im Sideflow den Menschen das beibringt, ja. Wenn man einmal richtig gelernt hat zu rudern, ist das ein Riesenunterschied. Das stimmt, das stimmt. Also lagern wir uns fest. Pete. Pete? Würde ich sagen, Pete. Auf jeden Fall. Von ja. Team What is. Wallball, mein Wallball. Da ist ja auch Nameprogramm. Da ist auf jeden Fall. Der Nameprogramm. Diesen Workout auf jeden Fall. Stimmt. Warum Robert Mahat, weiß ich immer noch nicht. Weißt nee, du? Wissen wir nicht. Vielleicht fragen wir jemanden im Workout. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Hör mal, Piet, warum der wird, Robert ja Luft, der wird ja Luft haben zum Antworten wahrscheinlich. Ja, ich denke doch. Schön, cool. Ganz wichtig noch, dehnt euch vorher vernünftig ein, ja. Wenn ihr das Workout machen solltet. Es gibt nichts Schlimmeres, als den Robert mit viel Körpervorlage machen zu müssen. Dann fällt das Atmen sehr schwer. Bin ich aufrecht vom Oberkörper, kann ich gut Luft in die Lunge pumpen. Wenn ja. Ich so vorgebeugt bin, ist nicht nur der Weg für den Wallball länger, ja. Sondern auch ganz, ganz eklig. Das Atmen wird immer schwerer, weil ich weiter vorgebeugt bin. Ja, also schön die Sprunggelenke warm machen, schön die Hüfte warm machen, schon ein bisschen anschwitzen ja. Und dann ins Workout starten. Ganz und wichtig, vor allem ja. Viel Spaß haben, oder? Definitiv, dafür sind wir ja auch da, wie wir genau. Auch schon festgestellt haben. Ja. Schön, dann freue ich mich. Ja, ich mich auch. Auf den ersten Kurs. Am Sonntag ist es dann soweit. Wir beide Sonntag werden auch schön eine Sendung danach machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bist du dabei? Auf jeden Fall. Gut. Dann sehen wir uns am Sonntag hier in der Box und spätestens Montag zum neuen CFC aktuell, oder? Würde ich sagen. Sind wir mal so frech und behaupten Montag? Machen wir. Machen wir.